Ja, aber wenn wir nicht vergleichen, wenn wir nicht begehren, was die anderen haben, was sollen wir denn machen? Wow, jetzt hat er schon wieder das neueste Smartphone. Ah, die Ferien, die er gemacht hat, waren so schön. Und die Posts auf Facebook. Wow. Jetzt hat er schon 3 Kinder und ich habe immer noch keins. Der ist ja erst 30, aber ist schon der Chef der eigenen Firma. Jetzt hat er schon ein neues Haus. Wow. Für uns alle ist klar, Vergleichen bringt uns immer wieder in eine Negativspirale. In der Bibel lesen wir im 2. Mose 20, 17: Du sollst nicht begehren, was deinen Mitmenschen gehört. Ja, aber wenn wir nicht vergleichen sollen, wenn wir nicht begehren sollen, was die anderen haben, was sollen wir denn machen? Das Gegenteil von Begehren ist Zufriedenheit. Ich glaube, wenn wir wissen, dass wir nicht begehren sollen, dann können wir versuchen, zufrieden zu sein mit dem, was wir haben, mit dem, was wir können und mit dem, was Gott uns gegeben hat. Wir haben in unserem Leben immer wieder die Wahl, uns zu vergleichen mit unseren Mitmenschen. Wir haben im Leben immer wieder die Wahl, Freude zu haben an dem, was wir haben oder auch nicht. Wir können in unserem Leben immer wieder die Herausforderung sehen, aber auch die Chance. Du sollst nicht begehren, du sollst zufrieden sein. Ich glaube an einen Gott von Zufriedenheit. Ich glaube an einen Gott vom Frieden. Ich glaube an einen Gott von der Vergebung und von der Liebe. Du sollst nicht begehren, du sollst zufrieden sein. Ich möchte dich heute herausfordern und ermutigen, einfach auf einmal irgendwo abzuhöckeln, ein Notizblöckchen vorzunehmen und dir aufzuschreiben, für was du in deinem Leben dankbar sein kannst. Was du hast und was du kannst. Ich wünsche dir heute, dass du in deinem Leben zufrieden sein möchtest.